Bist noch dabei? Hab einfach andere Seiten von den Jungs auch kennengelernt, die du so normalerweise nicht zu sehen bekommst, so weißt du. Die Jungs haben sich mehr geöffnet. Ja, halt so eine, ich würde sagen, so eine verletzliche Seite von sich auch irgendwo preisgegeben. Also ich bin kein Freund davon, irgendwie Sachen wischiwaschi zu machen, sondern wenn ich was mache, dann mache ich das mit Herzblut, mit 100%, mit allem, was ich habe und schmeiße da alles in die Waagschale und dann kann ich da auch sehr guten Cut machen. Alle Sachen machen und früher war das noch, ja Leute, stellt euch vor, ich komme aus der Zeit, wo noch so ein Standcomputer da war, wo man den noch anschalten musste. Verstehe mich nicht falsch, ich würde jetzt nicht behaupten, dass pflanzenbasierte Ernährung das Nonplusultra ist, weil man kann sehr viel falsch machen. Du kannst dich auch von Cola und Chips ernähren und du ernährst dich pflanzenbasiert in Anführungsstrichen. Also, um ehrlich zu sein, auf einmal ist da ein Lebewesen, für das du ja verantwortlich bist, das deine Obhut braucht, das deinen Schutz braucht und das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.